Hallo, herzlich willkommen bei Dieser Dad. Seit dem Oscar vs. Dad Rap Battle hat mein Kanal so viel zugelegt und hat jetzt, glaube ich, 13.000, 14.000 Abonnenten, sodass ich einfach mich den neuen mal vorstellen wollte und euch gefragt habe, was interessiert euch über Dieser Dad? Ich habe 4 Kategorien, zu denen ich Fragen beantworte. Zunächst mal gibt es eine Schnellfragerunde. Dann habe ich ein paar Fragen zu meinem Beruf bzw. zur Musik. Dann ein paar Fragen zum Thema YouTube. Und zuletzt einige interessante Fragen, die ihr zu Oscar bzw. unserem Vater-Sohn-Verhältnis gestellt habt. Jan Villiger fragt, wie alt bist du? Ich bin 51. Private Person? Wenn man dich mal treffen sollte, soll man sie oder du sagen. Also, solange ihr euch ordentlich benehmt, dürft ihr gerne du sagen. Habe ich nichts dagegen. Lena Pöham fragt, warum hast du eine Glatze? Wahrscheinlich, weil meine Mutter mir nicht genug zu essen gegeben hat? Nein, keine Ahnung, weil die Haare ausgefallen sind natürlich. Julian fragt, wie groß sind sie? Ich bin 1,79 und die Tendenz ist sinkend. Der Jodel fragt, lebst du vegetarisch oder vegan? Weder noch. Ich lebe Teilzeit vegetarisch, weil der Rest der Familie Vegetarier sind. Ich selber bin ein Omnivor. Könnt ihr gerne nachschlagen, was es heißt. Birk fragt, iPhone oder Samsung? iPhone. Minimi Stomper fragt, siehst du Oscar als deinen Sohn oder deinen Kumpel? Also sicherlich nicht als meinen Kumpel, es ist mein Sohn. Bräunt TV fragt, welches Schnittprogramm benutzt du für deine Videos? Früher habe ich mit Premiere geschnitten, aber dann habe ich so viel bei Oscar zugeschaut, wie der das macht, dass ich dann auch auf Final Cut Pro gewechselt bin. NoName001, zockst du manchmal? Nein, nie. Diogo Valverde 8, Baum. Domi Heil, blöde Frage, aber wie viele Brillen hast du eigentlich? Weil du trägst immer verschiedene. Ich habe eigentlich nur 2 Brillen, nämlich diese, das ist meine PC-Brille, die besonders gut für die Nähe und bis zu 4 Meter geeignet ist. Und diese, das ist meine Fernsichtbrille zum Autofahren. Aber ich kann zaubern. Denn bei dieser Brille kann ich verschiedenfarbige Bügel dran machen, sodass es jedes Mal so aussieht, als hätte ich eine neue Brille an, aber es ist immer die gleiche, nur dass ich die Bügel wechseln kann. Das ist übrigens meine Lieblingsfarbe, die rote. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt habe ich die wieder auf der Nase. Und jetzt kommen die Fragen zu meinem Beruf bzw. zur Musik. T. Gierke fragt, hallo, was machen Sie als Beruf? Also ich habe ursprünglich Musik studiert, Schulmusik und Dirigieren, arbeite hauptsächlich als Musiker, aber auch Moderator und mache Konzepte für Unternehmen, die Veranstaltungskonzepte brauchen. Ich habe das ein bisschen ausführlicher schon mal in einem Video erklärt, das ich euch hier oben verlinke. Envy Nina fragt, wie lange macht dieser Dad schon Musik? Absolut begabt, Respekt. Vielen Dank. Ich mache, seit ich 3 Jahre alt bin, Musik. Ich habe mit 5 angefangen, Klavier zu spielen. Ich habe Gitarre dazu genommen, mit 12 etwa. Und wie gesagt, dann habe ich Musik studiert. Also ich muss zugeben, wenn ich ganz gut Musik machen kann, ist das kein Zufall. Devi David fragt, könntest du dir vorstellen, wieder als Musiklehrer zu arbeiten? Daran stimmt etwas nicht ganz. Ich habe nie als Musiklehrer gearbeitet, ich habe das nur studiert und ich könnte es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Lehrer ist ein harter Job und ich mag eigentlich lieber Leute, die mir freiwillig zugucken. Ich bin Kay fragt, ist Mayonnaise auch ein Instrument? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Ich denke schon. Fuchsjahr 84, eine sehr gute Frage. Gibt es etwas in deinem Leben, was du heute mit deinem jetzigen Wissen anders machen würdest? Vielleicht hätte ich früher angefangen zu meditieren und früher angefangen, mich um Dinge wie Marketing und Management zu kümmern, was ich jetzt seit etwa 10 Jahren mache. Ich glaube, dann wäre ich noch ein Stückchen weiter. Techniklehrer fragt, woher kommt das Geld beispielsweise für Flüge? Zum Thema Flüge werde ich nochmal ein eigenes Video machen, gerade auch im Zusammenhang mit Klimawandel. Das Geld für die Flüge ist eigentlich relativ einfach. Meistens, wenn wir irgendwo hinfliegen, dann liegt das daran, dass wir dort einen Auftrag haben, dass wir dort kurz sein müssen für einen Drehtag, für ein Casting oder für eine Kooperation. Also Dinge, wo man wirklich persönlich anwesend sein muss und dann übernehmen die Kosten für die Flüge normalerweise auch die Auftraggeber. Und weiter geht's mit den Fragen, die euch zum Thema YouTube interessiert haben. Till18 fragt, wie lange schneidest du für ein Video? Da ich relativ einfache Videos mache oft, also die so Q&A-mäßig aufgebaut sind, kommt man da vielleicht mit 2-3 Stunden, wenn man es sauber macht, durch. Wobei ich alleine 2-3 Stunden schon Vorbereitung für dieses Video hatte. Also ich glaube, man staunt doch, wie lange man braucht. So ein Vlog braucht immer 5-6 Stunden und ein Musikvideo entsprechend. Angelo Nissel fragt, welche Videos hast du für die Zukunft geplant? Also Musik, habe ich Lust? Ist natürlich sehr aufwendig, werde ich aber bestimmt immer mal wieder was machen. Keine Ahnung, vielleicht alle 2 Monate einen Song. Ansonsten möchte ich mich auseinandersetzen mit Themen, wo ich hoffe, dass sie euch, die etwas älteren jungen Leute, interessieren. Also zum Beispiel Europawahl jetzt oder Klimawandel oder was für ein neues Auto, Elektromobilität. Natürlich Themen, was mit Oscars Videos und seinem Kanal zu tun hat. Das ist so ein bisschen der Range, in dem ich Sachen machen möchte. Wird es noch neue Podcast-Episoden geben oder ist der eingestellt? Fragt Frogiton. Für die, die nicht
nicht wissen, was gemeint ist. Ich habe mit dem Christian zusammen einen Podcast gemacht, Hilfe, bei uns wohnt ein Smartphone, die sich vor allem an Familien und an Eltern wendet, wo es immer Stress gibt mit dem Smartphone, die aber irgendwie keine Ahnung haben, um was es da eigentlich geht. Ich denke, wir beide haben relativ viel Ahnung von Social Media und deswegen haben wir einen Podcast gemacht und der soll auch weitergehen. Ich werde gleich morgen mit dem Christian telefonieren, dass wir die nächste Staffel von vielleicht 9, 10 Episoden dann planen. AS12 fragt, wie viel Geld machen Sie mit YouTube? Genau genommen eigentlich gar keins. Es könnte jetzt sein, dass ich durch den Song tatsächlich mal 50 Euro verdiene. Aber bis man mit YouTube Geld verdient, da muss man schon sehr, sehr groß werden. Tüxenxuft Xaprin fragt, wurdest du schon mal in Real Life darüber angesprochen, wegen deinem YouTube-Kanal oder wegen Oscar? Ja, tatsächlich bin schon verschiedentlich angesprochen worden, auch jetzt kürzlich in Hamburg auf einer Veranstaltung hat mich jemand angesprochen. Oder in München bin ich mal angesprochen worden. Also ich glaube, inzwischen gibt es ein paar Leute, die dieses Gesicht mit oder ohne Mütze schon mal gesehen haben. Durchaus. Exclusive Skill fragt, kann deine Frau, Oscars Mutter, auch mal bei einem Video dabei sein? Das kann sie nicht nur, sondern das war sie sogar schon ein paar Mal. Auch auf Oscars Kanal. Also vielleicht verlinke ich euch da auch mal das eine oder andere, wo diese Mama mit dabei ist. Und jetzt kommen wir zu den Fragen, die was mit Oscar zu tun haben. Luxix fragt, wie bist du oder diese Mama auf den Namen Oscar gekommen? Oscar-Verleihung? Ich glaube, da muss ich mal diese Mama fragen. Also, der Oscar hat noch einen zweiten Namen. Und eigentlich wollten wir ihn bei dem zweiten Namen rufen. Also, der heißt Oscar. Und dann haben wir das Kind immer mit dem zweiten Namen angesprochen, bis er dann mit 3 Wochen angefangen hat zu schreien. Weißt du das noch? Das war ein ganz braves Baby und dann hat er mit 3 Wochen angefangen zu schreien. Wer vielleicht den Roman Die Blechtrommel kennt, der weiß, dass es da einen Oscar gibt, der ganz laut schreit, bis die Fenster zerspringen. So einer war unser. Die Fenster sind nicht zersprungen, aber er konnte sehr laut schreien. Und seitdem heißt er Oscar. Und sein Patenonkel nennt ihn heute noch mit dem anderen Namen. Aber mit dem Oscar, dem Preis, hat es nie was zu tun gehabt? Nee, weil man schreibt ja unseren Oscar auch mit K und den Preis mit C. Und weißt du, wie der Oscar geheißen hätte, wenn er ein Mädchen gewesen wäre? Das weiß ich noch. Der hätte Marlene geheißen. Da habe ich mich gar nicht mehr dran erinnert. Tom Winkelhagen hat eine etwas umfangreichere Frage, nämlich, bist du eher stolz oder eher skeptisch, dass Oscar sich den Beruf des YouTubers ausgesucht hat? Hast du Angst um seine Zukunft? Das ist natürlich eine große Frage. Also zum einen bin ich absolut einverstanden und damit zufrieden und auch stolz, weil er ist in dem Bereich, in dem ich auch tätig bin. Er ist ein Macher, er setzt was um und er ist im Bereich Entertainment, also um andere Menschen glücklich und fröhlich zu machen unterwegs und das finde ich zumal sehr schön. Und andererseits, also ich meine, YouTuber ist kein Beruf, kommen wir gleich nochmal drauf. Es ist vor allem nicht leicht in diesem Bereich. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die das machen. Es ist eine sehr kurzlebige Welt und im Moment zum Beispiel auf YouTube finde ich die Sachen, die am meisten Erfolg haben, teilweise sehr, sehr flach. Also insofern mache ich mir keine Sorgen, aber ich sehe seinen Qualitätsanspruch ein bisschen in Konkurrenz zu dem, womit man im Entertainment am meisten Geld machen kann. Ja, das passt ganz gut. Robzr, wahrscheinlich aus der Schweiz, fragt, ist Oscar gut in der Schule? Kommt drauf an. Also ich finde zunächst mal, er ist gut in der Schule dafür, wie viel Energie er reinsteckt, weil er hat gar nicht mehr so viel übrig, weil er so viel für den YouTube-Kanal braucht. Dafür ist er ziemlich gut in der Schule. Und dann, um die Frage anders zu beantworten, gibt es Fächer, in denen er sehr gut in der Schule ist, zum Beispiel in Deutsch und in Englisch. Und dann gibt es einige, viele Fächer, in denen er ordentlich ist. Und es gibt ein paar wenige Fächer, in denen er nicht sehr gut in der Schule ist. Jordi Hurley fragt, seid ihr locker oder eher streng? Da frage ich den Oscar wahrscheinlich am besten mal kurz selber. Die Community fragt, ob wir als Eltern eher locker oder eher streng sind. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, also früher fand ich euch schon sehr streng, weil irgendwie mir wurde viel verboten und ich musste halt immer sehr viel machen und jetzt muss ich immer noch die Spülmaschine ausräumen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr im Haushalt helfen müsst. Gerne, ja. Schreibt gerne in die Kommentare, was so bei euch normal ist. Und mittlerweile hat sich das halt so ein bisschen gelegt. Ich bin halt so, ich kann viel machen, also zum Beispiel abends rausgehen oder so. Viele von meinen Freunden haben da so, jo, die müssen spätestens um 1 zu Hause sein oder so. Das musste ich auch bis vor einem Jahr, aber ich habe dann einfach halt so oft dagegen angekämpft. Und seitdem darf ich halt bleiben, bis wann ich will und komme auch immer gut nach Hause. Ich finde schon, dass ihr früher sehr streng wart und mittlerweile, jetzt bin ich 17, hat sich das ein bisschen gelegt. Na gut, so ungefähr hätte ich mir das auch gedacht. NoName001, den hatte ich doch schon mal, aber er scheint gute Fragen zu stellen. In welchen Bereichen bist du stolz auf Oscar, in welchen weniger? In welchen Bereichen denkst du, kannst du noch von ihm lernen? Wo denkst du, sollte er dir noch ein wenig über die Schultern schauen? Mensch, das sind mal komplexe Fragen, gibt es auch komplexe Antworten.
Stolz auf Oscar bin ich, weil er ist ein mitfühlender, bescheidener, empathischer, kommunikationsstarker Mensch. Und er hat einen hohen Qualitätsanspruch. Was ich nicht so toll finde, ist seine Einstellung zur Schule. Ist ja wahrscheinlich nicht so überraschend. Und was ich schwierig finde, ist sein Hang zum Perfektionismus, weil manchmal muss man einfach Sachen auch fertig kriegen. Da gibt es den schönen Spruch, done is better than perfect. Insofern, in welchen Bereichen könnte Oscar von mir noch lernen? Naja gut, ich denke, dass ich halt ein schrecklich disziplinierter Mensch bin, der wirklich planen kann und planvoll handeln kann. Da kann er sich gerne noch was von mir abschauen. Und ich selber kann mir von ihm auch einiges abschauen. Vor allem Träume wahrmachen, das ist was, was er hoffentlich nicht verlernt. Und ich finde, dass er ein ziemlich gutes Gespür oft hat, richtige Entscheidungen zu treffen, wo ich eher ein bisschen rumeier und er aus dem Bauch raus sagt, nee, mag ich nicht machen, finde ich gut, machen wir. Und das soll er sich auf jeden Fall bewahren. BSV Kickers Emden fragt, kannst du vielleicht tatsächlich mal Kinderfotos von Oscar posten? Also eins gibt's jetzt hier. Und zuletzt die Frage von Angel Dwitt. Wann kommt dein Song auf Spotify und Co.? Ist er schon längst. Ich hoffe, dass ich es nicht vergesse und euch den Link unten reinschreibe. Ihr könnt euch den Song inzwischen auf iTunes und auf Spotify und auf vielen oder allen anderen Plattformen anschauen. Bitte abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und vor allem abonniert meinen Instagram-Kanal, weil da kommuniziere ich natürlich am meisten und da könnt ihr auch oft an Umfragen teilnehmen oder mit mir in Kontakt treten. Und jetzt liken und kommentieren, ob es euch gefallen hat und nächstes Mal wieder einschalten. Bis dann, euer Dieser Dad.